Meine lieben Weißenburgerinnen und Weißenburger, diese Zeiten sind eine große Bewährungsprobe und Herausforderung für uns alle. Die Bedrohung durch das Coronavirus geht auch an unserer Stadt nicht vorbei. Der Freistaat Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen. Den Vorgaben des bayerischen Ministerpräsidenten entsprechend müssen und werden wir auch das öffentliche Leben in Weißenburg stark einschränken. Unsere Schulen und Kindertagesstätten sind, wie Sie wissen, bereits geschlossen. Unsere Stadtwerke haben den Betrieb der Mogetiza-Therme auf unbestimmte Zeit eingestellt. Darüber hinaus werden auch die Turnhallen und Spielplätze im Stadtgebiet sowie unsere Museen und die römischen Thermen, das Kulturamt, die Touristinfo und die Stadtbibliothek bis auf Weiteres geschlossen. Ich bitte Sie zudem, Besuche bei der Stadtverwaltung und überhaupt in den Ämtern in unserer Stadt auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. Telefonisch und online bleiben wir für Sie selbstverständlich weiter erreichbar. Als Oberbürgermeister möchte ich mich aber auch ganz herzlich bei den Menschen in unserer Stadt bedanken, die in Arztpraxen, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und in unserem Krankenhaus, bei der Polizei, allen Hilfsdiensten und sozialen Organisationen trotz der Bedrohung unbeirrt weiter ihren Dienst tun. Ich danke allen, die in unseren Firmen, ob vor Ort oder vom Homeoffice aus, dabei helfen, über diese schwierige Zeit zu kommen. Sie alle verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Bitten möchte ich Sie, auch auf das Verkaufspersonal in unseren Supermärkten und Geschäften, Apotheken oder Tankstellen Rücksicht zu nehmen und die einschlägigen Hygienevorschriften einzuhalten. Diese Menschen sichern unsere tägliche Versorgung. Appellieren möchte ich an Zusammenhalt und Solidarität. Wir leben in einer kleinen Stadt, in der fast jeder jeden kennt. Das sollten wir in diesen Krisenzeiten auch als eine Stärke begreifen und nutzen. Achten wir aufeinander. Wir müssen zusammenstehen und einander helfen, wo wir können. Unser besonderes Augenmerk muss dabei den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gelten, den Schwachen und Kranken. Wir von der Stadt werden alles tun, um unser Gemeinwesen so gut es geht am Laufen zu halten und unseren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Ich habe in der Stadtverwaltung einen Krisenstab eingerichtet, der in ständiger Abstimmung mit Gesundheits- und Landratsamt die Situation laufend neu bewertet und unsere Schutzmaßnahmen bei Bedarf schnell anpasst. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage www.weißenburg.de. Lassen wir uns durch das Coronavirus nicht unterkriegen. Wir werden diese Krise miteinander meistern. Davon bin ich überzeugt.